Digital und Binnendifferenziert. Das Potenzial digital gestufter Lernhilfen für den Biologieunterricht. Herzlich willkommen im Aufbaumodul zum Kompetenzbereich Bewertung. Das Aufbaumodul Bewertung besteht aus insgesamt drei Lernvideos. In diesem nun dritten Lernvideo verbinden wir den Kompetenzbereich Bewertung mit den gestuften Hilfen und zeigen Ihnen, wie Sie diese zur Unterstützung des Bewertungsprozesses einsetzen können. Außerdem stellen wir Ihnen das Tool kialo.edu vor. Kialo ist eine Online-Debattenplattform mit Argumentkarten in Form von Debattenbäumen. Neben den Lernvideos finden Sie in diesem Modul auch eine Beispielaufgabe zum Herunterladen, hilfreiche Literatur- und Linktipps sowie zum Schluss den Self-Assessment-Test. Doch starten wir zunächst mit dem Einsatz digital gestufter Lernhilfen im Bewertungsprozess. Um diese nächsten Schritte besser einordnen zu können, wiederholen wir kurz die Theorie der gestuften Lernhilfen aus den Basismodulen. Wenn Ihnen diese theoretische Fundierung sehr vertraut ist, können Sie gerne einige Sekunden weiterklicken. Wenn Sie sich gerne nochmal detaillierter mit der Theorie der gestuften Hilfen auseinandersetzen möchten, finden Sie hier oben den Link zu den entsprechenden Videos des Basismoduls. Um die SchülerInnen beim Arbeiten optimal zu unterstützen, ist es ratsam, jede Hilfe in zwei Teile zu unterteilen. Erstens eine Frage oder Aufforderung zu lernrelevanten kognitiven Handlungen und zweitens eine Antwort oder inhaltliche Erläuterung, die als Rückmeldung für die Lernenden dient. Charakteristisch für gestufte Lernhilfen ist die Kombination aus lernstrategischer und inhaltlicher Unterstützung. Inhaltliche Hilfen dienen beispielsweise dazu, das Vorwissen zu aktivieren. Lernstrategische Hilfen haben das Ziel, die Strukturierung des Arbeitsprozesses zu unterstützen. Die inhaltlichen Lernhilfen orientieren sich natürlich am Kontext der jeweiligen Aufgabe. Bei den lernstrategischen Hilfen gibt es verschiedene Möglichkeiten. Dazu zählen beispielsweise die Paraphrasierung, also die Wiedergabe der Aufgabenstellung in eigenen Worten, die Fokussierung auf bestimmte Aspekte, die Elaboration von Unterzielen, die Aktivierung von Vorwissen, die Visualisierung zum Beispiel mit Skizzen oder Mindmaps oder auch die Verifikation, indem die einzelnen Lösungsschritte noch einmal bestätigt werden. Doch wie können gestufte Lernhilfen in einem Bewertungsprozess konkret aussehen? Das schauen wir uns nun gemeinsam an, zu ihrer Orientierung. Wir werden Ihnen nun jeweils nacheinander zu den einzelnen Phasen des WAGA-Modells mögliche gestufte Hilfen zu unserer Schulhofaufgabe vorstellen. Die kompletten Beispielaufgaben mit allen Lernhilfen finden Sie weiter unten in diesem Modul oder über diesen Link. Der erste Schritt in einem Bewertungsprozess ist es, den Konflikt wahrzunehmen und zu formulieren. Besonders zum Einstieg macht es Sinn, eine lernstrategische Hilfe einzusetzen. Sehr gut geeignet ist, wie hier dargestellt, die Paraphrasierung, die die SchülerInnen dabei unterstützen kann, sich der Aufgabenstellung bewusst zu werden und den jeweiligen Konflikt wahrzunehmen. In einem zweiten Schritt geht es bei einem Bewertungsprozess um das Analysieren der Konfliktsituation. Außerdem sollen Handlungsoptionen zusammengestellt werden. Bei der Gestaltung der Lernhilfen haben wir an dieser Stelle auf eine Kombination aus lernstrategischen und inhaltlichen Hilfen zurückgegriffen. Vor allem die Lernstrategie Fokussierung ist hilfreich, um beispielsweise die Komplexität von längeren Texten zu reduzieren. In der Phase der Argumentationen werden meist deskriptive und normative Aussagen formuliert, sowie eine Schlussfolgerung gezogen. Da die Formulierung von Argumenten den Schülerinnen erfahrungsgemäß eher schwer fällt, bietet es sich an, diese bei den Hilfen mit aufzugreifen, indem ein Teil, wie zum Beispiel die deskriptive Aussage, also die Ist-Aussage bereits vorzugeben, sodass nur noch die Soll-Aussage ergänzt werden muss. Diese Möglichkeit der Unterstützung sehen Sie hier rechts eingeblendet. Das Markieren von Schlüsselwörtern in einer komplexeren Aufgabenstellung dient der Orientierung. Im Weiteren folgt die Gewichtung der zuvor festgelegten Argumente. Die Elaboration von Unterzielen oder auch die Visualisierung kann bei diesem Prozess eine hilfreiche Unterstützung sein. Zum Schluss sollen die SchülerInnen eine Entscheidung treffen und diese begründen. Besonders die Unterstützung in Form von Formulierungshilfen kann den SchülerInnen beim Schreiben eines freien Textes Orientierung bieten. Aber auch eine analoge Musterlösung zu einem anderen Thema kann als Orientierung dienen. Vielen Dank, Luis. Das sind wirklich sehr nützliche Hilfen, um den SchülerInnen den Bewertungsprozess zu erleichtern. Wie schon zu Beginn angekündigt, haben wir noch einen Tipp zur digitalen Umsetzung von Bewertungsprozessen. Wir möchten Ihnen an dieser Stelle das Tool Kialo.edu vorstellen. Kialo ist eine Online-Debattenplattform mit Argumentkarten in Form von Debattenbäumen. Ausgehend von einer zentralen These können ihre Schülerinnen pro und kontra Argumente hinzufügen und sich mit den Argumenten anderer teilnehmenden auseinandersetzen. Dabei wird eine interaktive Karte der gesamten Diskussion erstellt. Kialo ist nach einer Registrierung kostenlos nutzbar. Die Bedienung ist einfach und die Oberfläche übersichtlich gestaltet. Die Schülerinnen können ihre Argumente eintragen, gewichten und bewerten. Zusätzlich können Sie ganz einfach Argumente anderer kommentieren und eine Abstimmung durchführen. Hierbei gewinnt das am höchsten bewertete Argument. Dabei kann eingestellt werden, ob die Diskussion anonym geführt werden soll oder die Namen genannt werden. Sie als Lehrperson behalten immer den Überblick und können die Optionen einstellen und einzelnen SchülerInnen auch mit dem Verweis auf Hilfen gezielt unterstützen. Super. Danke, Frieda, für den tollen Tipp. Ich hätte auch noch eine Empfehlung, die sich sogar gut mit dem Tool Kialo kombinieren lässt. Über diesen Link finden Sie zahlreiche Unterrichtsideen des Landesbildungsservers Baden-Württemberg zu verschiedenen bioethischen Themen und verschiedenen Teilschritten des WAGA-Modells. Wie Sie sehen, sind die Themenbereiche sehr vielfältig und auf verschiedene Jahrgangsstufen anwendbar. Weitere hilfreiche Literaturtipps zu analogen LehrerInnen-Handreichungen und Aufgabensammlungen finden Sie unter dem Feld Literatur und Linktipps in diesem Modul. Super, vielen Dank, Luis, für diese hilfreichen Tipps. Zum Schluss möchte ich gerne die Inhalte dieses Moduls kurz zusammenfassen. Sie haben gesehen, dass Bewertungsprozesse im VAGA-Modell sich zusätzlich mit gestuften Hilfen differenzieren lassen. Auch haben Sie Kialu kennengelernt. Eine Plattform, auf der sich Bewertungsprozesse online darstellen lassen. Außerdem finden Sie weitere hilfreiche Praxisbeispiele auf der Seite des Bildungsservers Baden-Württemberg.